Seit August 2015 dürfen Asylbewerber bei uns arbeiten. Aiwuyo hat die Voraussetzung dazu. Eine Aufenthaltsgenehmigung und auch die 60-Tage-Frist ist abgelaufen. Und er hat Glück gehabt. Die Arbeit hier am Hof ist sehr gut. Es ist besser, als zu Hause zu sein und nichts zu tun. Ich bin glücklich, eine Arbeit zu haben. Andere arbeiten nicht. Ich hatte wirklich großes Glück. Wir haben im Prinzip jemanden gebraucht, der uns in der Landwirtschaft hilft, der uns in der Küche hilft, der alles ein bisschen kann, der Lust hat zu arbeiten. Und wir wollten einen Beitrag leisten, um Leute von externen kommen, also um Flüchtlinge zu integrieren. Wir haben gehört, dass in Kastrute eben Leute waren, die da in Frage kamen und haben mit dem Bauernbund kurz geredet. Und das war alles eigentlich auch bürokratisch kein Problem. Es ist ziemlich schnell und einfach gegangen und dann haben wir das einfach gemacht. Wir stellen ihn gleich um, wie eigentlich alle anderen auch, als Tagelöhner, weil wir ja ein schwankendes Geschäft haben und es so geht eigentlich für uns. Und er kriegt eigentlich den gleichen Lohn wie alle, die angefangen haben. Also egal, ob das Leute jetzt sein von da oder Leute von extern, sie verdienen am Anfang alle gleich viel und mit zunehmender Qualifikation und Erfahrung kriegen sie halt dann mehr. Nicht? Das ist eigentlich kein Unterschied. Die ersten Ansprechpartner sind die Verantwortlichen in den Asylantenhäusern. Sie wissen, wer für die Arbeit auf dem Feld geeignet ist. Es ist ja ein paar zwei Monate bei uns da, auch ja. Und es ist eigentlich sehr angenehm und sehr, sehr fein für beide Seiten, glaube ich. Er ist geschickt und lernt schnell und hat auch Lust, etwas zu machen. Und wir profitieren auch, weil er viele Sachen kann. Er ist gelernter Schlosser, also er hat auch schon gewusst. Er kann viel und ist ein lustiger Mensch und passt gut ins Team. Und, ja. Ich möchte einen großen Dank an Edith im Haus Anna und meinem Arbeitgeber aussprechen. Er ist sehr nett zu mir. Niemand ist perfekt. Manchmal mache ich etwas nicht sehr gut. Er wird aber nicht zornig mit mir. Er zeigt mir, wie ich die Dinge richtig machen kann. Danke. Die Frau vom Stanglerhof hat jahrelange Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie war in Indien, Lateinamerika und in Afrika, dort unter anderem in einem kleinen Dorf. Ja, wenn man mal solche Erfahrungen gemacht hat, dann geht man sicher viel offener mit Menschen um, die von woanders herkommen. Da hat man irgendwie ein bisschen ein Gefühl dafür, dass Kulturen sehr unterschiedlich sind und dass man Dinge nicht so direkt nehmen muss, wie sie jetzt vielleicht daherkommen. Also nur als Beispiel ist, dort in dem Dorf, wo ich gelebt habe, haben Alt und Jung, Reich und Arm zusammen vor dem Supermarkt ihr Bier getrunken. Und es war ganz normal, dass dann die nichts gehabt haben, zum Reichen gegangen sind, du gibst mir noch ein Bier. Und nicht so, darf ich bitte vielleicht ein Bier haben, das wäre sehr nett. Sondern einfach so eine ganz direkte Kommunikation. Die Sprache alleine ist oft schon eine Einschränkung, um sich so auszudrücken, wie wir uns ausdrücken. Also das kann man nicht so direkt übersetzen und deshalb muss man manchmal einfach das darüber hinwegsehen und sich denken, ja, das meint er nicht so, sondern das ist einfach so üblich. Gabriel stammt aus Nigeria. Er hilft bei der Ernte auf dem Lafreiderhof. Ein Sohn hatte die Idee dazu. Wir haben jetzt in so einem Hof eigentlich noch nie keinen Tagelöhner gehabt. Wir haben das jetzt alle irgendwie selber hingekriegt. Aber jetzt inzwischen sind die Buben vom Studium so langsam fertig, haben auch weniger Zeit und helfen zwar noch viel mit. Dann haben wir gesagt, nein, das irgendwie schaffen wir das nicht mehr. Wir probieren es einfach einmal mit den Arbeitern. Also man hat sofort gemerkt, er hat die Arbeit schon getan, weil beim Kirschenpflücken war er einfach schnell und fleißig. Der hat die Arbeit gesehen, sprachlich Englisch, ein bisschen zum Glück haben die Söhne gekannt, hat er sich mit den Sämen ein bisschen gekannt unterhalten und Italienisch hat er sich schon bemüht, auch einfach Italienisch zu reden. Und wenn es irgendwie mal gar nicht gegangen ist, danach hat er sein iPhone rausgetan, dann haben wir es einmal übersetzt. Aber er hat ja gesehen, was zu tun ist. Eigentlich reden hat man nicht viel gemisst. Arbeit und Sprache sind kein Problem, schon eher das Essen, zumindest am Anfang. Von Essen her, logisch, war es vielleicht ganz was anderes. Aber es ist schon gegangen. Ich habe mich noch bemüht, ein bisschen gesehen, so einen Reis hat er gern, oder man hat ein bisschen öfter Reis gekocht. Aber er hat eigentlich allem gegessen und hat sich allem bedankt und nein. So, passt auf jeden Fall, ja. Nach einer kurzen Pause ist die Ernte auf dem Hof wieder angelaufen. Und Gabriel ist mit dabei, fast schon selbstverständlich.